Lieber Heinz, ja, ich komme zu einem besonderen Ereignis hier auf die Rennbahn heute. Heute ist der 1. April und für dich ein besonderer Tag, nämlich ich bin, ab heute bin ich Hallo. 75 Jahre in diesem Trabrennsport. Heute vor 75 Jahren bin ich in der Lehrerin. Du bist vor 75 Jahren am 1. April auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen in die Lehre gegangen. Ja. Bei wem? Bei Ernst Jung. Ernst Jung. Du hast ja dann noch eine andere Laufbahn, indem du ja einmal dann Amateurfahrer und dann Profifahrer wurdest. Nein, Amateurfahrer war ich nie. Ich bin direkt in die Lehre gekommen und mich ausbilden lassen als Profifahrer. Direkt als Profi? Ja, und zu der Zeit, wo ich in die Lehre ging, 47, mussten wir 4 Jahre lernen. Und wie sieht das überhaupt aus, die Lehre? Ja, die Lehre. Morgens um 7 Uhr anfangen. Was muss man da über die Pferde oder über die Ja, Pferde? Man muss erstmal die Pferde mit Fütterei, Boxen machen und trainieren. Die Ernährungswissenschaft für Pferde. Ja, was die Pferde zu fressen kriegen und wie viel zu kriegen. Der eine frisst mehr, der eine frisst weniger. Und muss man feststellen. Bei wem hast du denn dann Trainerschein bzw. dann Profischein gemacht? Ja, der wurde ja von Hamburg aus. Da kam eine Kommission, die hat das abgenommen für Berufsfahrer und dann eher einen Trainerschein. In der Kommission waren 2 Trainer drin, Hufschmied und der Tierarzt und ein Schullehrer. Ja, das gehörte dann, diese Kenntnisse gehörten dann eben auch alle in die Ausbildung, weil nämlich wenn der Hufschmied mit Tierarzt, der fragt ja dann ab, was sehr wichtig ist für die Pferde. Den Fahrerschein hast du bei wem gemacht? Kommission, die Kommission hat die Kommission abgenommen. Aber einer hat dich auch ausgebildet. Das war der Ernst Junge. Ernst Junge, auch, siehst du. Ich überreiche dir jetzt eine Urkunde. Heinz Kuhsträter, der alte Fuhrmann, ist am 1.4.2022. 75 Jahre aktiv tätig auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen. Ja. Dieses überreiche ich dir schönen Dank. Als Erinnerung hier für den Stall oder sonst was. Jo. Aber du bist ja auch noch Stallbesitzer und Besitzer Nein. von Pferden, oder? Ja, ich mache das noch mit meinem Neffen zusammen. Wir haben immer zwischen 10 und 12 Pferde noch im Training. Gestern waren wir in Dienstlaken, haben wieder ein Rennen gewonnen, das erste Rennen. Und wir haben noch sehr schöne junge Pferde, die sind wir jetzt in der Vorbereitung. Die kommen demnächst alle wieder raus. Und am Mittwoch in Gelsenkirchen haben wir wieder 3 Stück starten. Wir sind zufrieden. Du bist ja als aktiver Fahrer, hast du jetzt aufgehört? Ja, Rennen darf ich nicht mehr fahren mit meinem Alter. Und jetzt bin ich nur noch am Trainieren. Nur noch am Trainieren. Da muss ich ja eins sagen, du bist ja hier 75 Jahre. Der Name Kuhsträter ist ja hier bekannt. Ja. Und dann muss ich mal davon ausgehen, dass die Nachfolge der, Tradition Kuhsträter fortgesetzt wird hier auch in Gelsenkirchen durch Paul Kuhsträter, deinen Neffen. Ja. Wie lange ist der Paul denn schon aktiv? Ja, der war damals, ja, war der Paul, 17, 18. Der ist Amateur geworden, er ist ja kein Profischein. Der hat keinen Profischein, der ist Amateur. Ja, ich habe aber doch jetzt erst hier, weiß ich nicht, vor 1-2 Jahren kennengelernt. War er vorher da nicht hier oder wie? Ja. Der hat mal eine Pause gemacht, weil eine Zeit hat er keine Traber mehr gehabt. Aber seit 5 Jahren hat er wieder Traber. Gibt es denn überhaupt noch hier Lehrlinge? Gibt keine mehr. Ich bin der einzige Trainer noch hier auf der Bahn. Lehrlinge werden nicht mehr ausgebildet, weil der HVT Berlin das nicht mehr zahlt.
Dieser Beruf wird wohl aussterben, es gibt mehr nur noch Amateure. Ja, wir haben ja das Problem, dass die Trabrennbahnen geschlossen werden. Welche werden oder sind jetzt in der letzten Zeit geschlossen? Ja, hier in Gelsenkirchen und Dienstlag und Gladbach, die sind ja noch. Dienstlag macht dies Jahr und dann schließen die. Und Recklinghausen wurde vor 15 Jahren geschlossen. Ich komme ja hier nicht jedes Mal zur Trabrennbahn, aber ich empfehle ja hier die Trabrennbahn zu besuchen, auch für Leute, die überhaupt noch nicht hier waren. Es ist eine interessante Sache, wenn man das sieht und wie es abläuft, die Pferde mit der Parade vor allen Dingen und den Start. Das ist ja schon eine interessante Sache und wer dann eben Interesse hat, kann ja auch die Stallbesitzer ansprechen und mit denen vielleicht in Kontakt kommen, so wie wir zusammengekommen sind, weil mir augenscheinlich etwas aufgefallen war beim Rundgang hier, dein Schild hier an deinem Stall, Trainieranstalt Heinz Kuhsträter, das hatte ich ja so fixiert auf 1920. Aber es ist nicht so alt. Nein, nein. Das ist ja, ich bin ja 47 angefangen und das Schild ist jetzt, ja, seit 60 Jahren alt. Ja, ich bedanke mich, Heinz, und wünsche dir alles Gute und weiterhin hier noch Erfolg mit deinen Pferden, da du ja nicht fährst. Und ich werde das öfter hier wieder erscheinen. Schönen Dank. Heinz. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Zum Auftakt. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Grün aus, Start frei. Start ist frei zum ersten Rennen zum Preis von Buhr. 6 Pferde hier in der 2000-Euro-Klasse am Start. Die 2 White Phoenix mit Heinz Kuhsträter, die 3 Önsker mit Josef Hubert Verhaag, die 4 Hannas Hermann mit Ache Postumus,
Die 6 Haubert hier mit dir und Tesla. Die 8 Holland Haseler mit Michael Nimczyk und die 9 Flying Times mit Gerd Steinhaus. Da gibt es aber im Moment ein kleines Problem bei Haubert hier, die noch nicht so will, wie sie soll. Und das Ganze jetzt etwas verzögern lässt. So, jetzt könnte es funktionieren und wenn die anderen mitspielen, dann wäre der Start jetzt wieder frei. Also Start frei, erstes Rennen. Ohne die 1, ohne die 5 und ohne die 7. Wir haben noch 50 Meter bis zur Startmarke und das erste Rennen läuft. Der Preis von Buhr bereits vor der Marke. Probleme bei Önska, die das Rennen mit einigem Rückstand aufnimmt. Haubert hier gut ins Rennen gebracht worden von Dion Tesla, hat hier im Moment das Kommando vor Holland Haseler. Dritte Position hat Hannah Schermer, an der Innenseite dann White Phoenix und dann folgt Flying Times an fünfter Position, währenddessen Önska hier um den Anschluss bemüht ist. Mitte des ersten Bogens, der Führungswechsel zu Holland Haseler, die jetzt hier vor Haubert hier aus dem Bogen heraus gleich an der 500-Meter-Marke als erste vorbeikommen wird. Holland Haseler, Haubert hier dahinter unverändert in der zweiten Position und dann bereits eine mehr oder weniger große Lücke zur drittplatzierten Hannah Schermer, 19,6 die erste Zwischenzeit. Vierte Position hat White Phoenix, dann Flying Times und Önska ist zumindest mal am vorletzten Pferd jetzt wieder fast dran. Holland Haseler, Haubert hier und Hannah Schermer, die Lücke jetzt etwas schließen konnte. Drittes Pferd bleibt, dann White Phoenix dahinter vor Flying Times und Önska. Alle 6 jetzt mehr oder minder dicht beieinander, alle an der Innenkante und vorneweg marschiert Holland Haseler. Holland Haseler vor Haubert hier und dann Hannah Schermer. White Phoenix in der vierten Position, dann Flying Times und dann Önska. 23:0 die zweite Zwischenzeit. Auf der Überseite keine Veränderung. Immer noch die H-Tendenz deutlich zu erkennen. Holland Haseler vor Haubert hier und Hannah Schermer. Dann White Phoenix, dann Flying Times und dann Önska. So nähern sie sich dem Schlussbogen langsam aber sicher. In diesem ersten Rennen, in dem relativ wenig passiert und spektakuläres schon gar nicht. Holland Haseler weiterhin mit bequemer Führung vor Haubert hier und Hannah Schermer, dann White Phoenix. 20:6 die dritte Zwischenzeit im letzten Bogen. Holland Haseler weiterhin vorn, Haubert hier und Hannah Schermer dahinter. Dann White Phoenix mit Flying Times, Önska jetzt außen unterwegs, Ziel gerade jetzt erreicht. Holland Haseler und Haubert hier, die nach wie vor die zweite Position hat, nach außen genommen wird und mal zumindest einen Angriff startet. Holland Haseler, innen wehrt sich, jetzt wird es auch flotter vorne. Holland Haseler, Haubert hier, dann Anna Schermer. Holland Haseler und Haubert hier kommt näher. Holland Haseler, Haubert hier außen. Holland Haseler knapp im Ziel und vielleicht war Haubert hier noch vorbei und gewinnt gegen Holland Haseler. Das war eng. Dritter in jedem Fall, das war nicht eng, war Hannah Schermer und auch der vierte White Phoenix klar zu erkennen. Aber vorne könnte es noch gereicht haben für Haubert hier und für Dion Tesla. 14:3 im Übrigen die letzten 500 Meter.
Vorläufiges Ergebnis für das erste Rennen liegt vor. Siegerin ist die 6, Haubertier mit Dion Tesseler. Zweiter wurde die 8, Holland Haseler mit Michael Nimczyk. Und dritter die 4, Hanna Schermer mit Ache Postumus. Zielfoto ist eingeblendet auf den Monitoren. 6-8-4, das Ganze vorläufig. Vierter war die 2 und fünfter die 9. Kommt zur ersten Siegerehrung an diesem heutigen Montagvormittag. Das ist die Siegerehrung für die vierjährige Stute Haubertier aus dem Besitz und auch aus dem Training von Marcel Hauber. Und zum Sieg geführt wurde sie von Dion Tesseler, der die Stute beim ersten Jahresstart also gleich ganz weit nach vorne bringt und hier diesen heutigen PMU-Montag siegreich eröffnet. Gratulationen natürlich an Dion Tesseler für diese Siegfahrt mit Haubertier. Und bei der anschließenden Siegerparade dann gleich bitte Ihren Applaus, meine Damen und Herren. Haubertier, Dion Tesseler, die Sieger des ersten Rennens. Thorsten Tietz und die 8 Quick Lady, Michael Nimczyk, noch 50 Meter bis zur Startmark. Das 8. Rennen Apple-Toddington-Serie Trial 1 2018 ist gestartet. Kampf um die Führung. Und hier steckt Girl of Many Missions sofort das Kommando übernommen gegenüber außen Exclusive Fire an der Innenkante Nashua. Dahinter ist Quick Lady dabei. Im ersten Bogen, Girl of Many Missions, hat das Kommando und führt. 10-9 war die erste Zwischenzeit. In der zweiten Position ist hier Exclusive Fire, dahinter in der dritten Position Nashua. Hinter Nashua ist dann Quick Lady, in zweiter Spur geht dann außen Noelani an der Innenkante, ist dann mit noch dabei Schamane, dahinter Nati. Und vor den Tribünen, Girl of Many Missions hat weiter das Kommando gegenüber Exclusive Fire. Dann in der dritten Position Nashua, außen in zweiter Spur Noelani, dahinter ist dann in zweiter Spur auch Kantadu. Die nächste Zwischenzeit ist 18-9. Jetzt wechselt Nashua in die zweite Spur, kann jetzt hier vorrücken. Girl of Many Missions ist weiterhin an der Spitze, es geht hinein in den Trotto.de-Bogen. Außen in zweiter Spur kommt Nashua weiter, dann an der Innenkante Exclusive Fire. Dann sieht man innen Quick Lady, neben Quick Lady trabt dann Noelani. Dahinter ist dann in zweiter Spur Kantadu, Nati ist am Ende des Feldes mit Schamane. Es geht aus dem Trotto.de-Bogen nun auf die Überseite. Girl of Many Missions weiterhin an der Spitze und führt 18-5 ist die nächste Zwischenzeit. An der Innenkante Exclusive Fire, dann in zweiter Spur Noelani, an der Innenkante Quick Lady, dann Kantadu. Hinter Kantadu ist dann Nati und an der Innenkante ist Schamane. Ende gegenüber, vom Ende des Feldes eine Attacke von Nati, versucht nach vorn zu kommen und das sieht sehr gut aus. Im Schlussbogen jetzt die Teilnehmer. Kantadu kommt in dritter Spur weiter voran. Girl of Many Missions an der Spitze außen, Nashua, dann in dritter Spur Kantadu, an der Innenkante Exclusive Fire, dazwischen ist Noelani. 14-1 war die Zwischenzeit. Dann sieht man dahinter Nati im Schlussbogen. Girl of Many Missions, weiter an der Spitze, in der Mitte Nashua und außen kommt Kantadu dazu. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. In der Distanz Girl of Many Missions, außen Kantadu, in der Mitte Nashua, in der Distanz hier Kampf. Und außen Kantadu, Kantadu außen, dann kommt außen Nati dazu. Kantadu, 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 vor Nati, Nashua, dann Quick Lady. Und der Sieger im Apple
Paul Toddington Trial 1 Eiskanter, du, mit Tim Schwammer im Sulky.